Auf dem Weg nach Hollywood. Prinz Alexander von Anhalt, Adoptivsohn von Prinz Friedrich von Anhalt und der Hollywood-Legende Zsa Zsa Gábor. Wir begleiten den ehemaligen Bergbauarbeiter nach Los Angeles. Dort will er sich seinen persönlichen Traum erfüllen. Er will Hollywood erobern. Sein Adoptivvater soll dabei helfen. Doch den größten Erfolg verspricht er sich von der Produktion seines eigenen Musikvideos. Ich habe zwar total den absoluten Jetlag, aber jetzt will ich zu meinen Adoptiveltern. Ich will jetzt hoch nach Bel Air. Da düse ich jetzt hoch. Die warten schon sehnsüchtig auf mich. Ja, und dann fängt für mich ein neues Leben an. Neues Leben. Heute trifft der Prinz zum ersten Mal nach der Adoption auf seinen Adoptivvater Prinz Friedrich von Anhalt. Sie verbindet zwar keine Blutsverwandtschaft, aber die Liebe zum Geld haben beide sichtlich gemeinsam. Und guck mal, das Nummernschild hier. Das ist doch mal was Besonderes, oder der nicht? Der Prinz, hör mal zu. Aber bevor ich da jetzt anfange mit der ganzen Nummer, hast du den Pass mit dir? Ja, sicher habe ich den Pass mitgebracht, jetzt bitte ich dich. Der mich so lange gekämpft hat darum. Warte, Moment. Den Pass will ich haben. Ja, warte eine Sekunde. Ja, gib mir das Ganze, gib mir das Ganze. Ja, hör mal, ich bin ja kein Polizist, aber trotzdem kann ich ein bisschen reintun. Was ist das denn hier? Prinz von Anhalt. Guck mal, die Visitenkarte. Ich will nur, das interessiert mich nur, was hier steht. Ja, ist ein Pass wieder zurück. Bevor Prinz Frederik sich seinem Familienzuwachs widmet, muss dessen Bankkonto gut gefüllt sein und auch der richtige Name im Pass stehen. Dann ist es amtlich und der neue Sohn gehört von nun an zur Familie. Prinz Frederiks Einführung wird seinen Sohn einiges kosten. Doch an Geld mangelt es ihm nicht. Guckt er das Hollywood-Zeichen genau an. Und dieses Hollywood-Zeichen nimmst du jetzt mit. Überall hin. Es ist jetzt alles, was du hier machst, ist jetzt Hollywood. Nur Hollywood. Ja, nicht mehr Ruhrpott, das ist Hollywood. Der neue Prinz glaubt fest daran, dass die Adoption ihm das Tor zu einer neuen Welt öffnen wird. An dem Glamour in Deutschland hat er sich längst satt gesehen. Ich komme mit den Erwartungen hin. Erstmal, ich möchte unbedingt eine Hollywood-Schauspielerin kennenlernen. Unbedingt. Ja, und bis jetzt habe ich alle meine Ziele, die ich verfolgt habe, habe ich auch in die Tat umgesetzt. Meine Frau hat mir Geschmack beigebracht. Ich werde dir Geschmack beibringen. So wie ich mich bewege in Hollywood, so wirst du dich auch bewegen. Wenn du das mit mir machen willst, wenn du natürlich nicht, das ist eine andere Sache, aber wenn du mit mir durch die Stadt gehst, wenn du mit mir durch Hollywood gehst, dann wirst du dich so kleiden, wie es richtig ist. Und ich werde das zeigen. Zieh mal dein T-Shirt aus und zeig mal, was du hast. Prinz Alexander will seinen Vater mit allen Mitteln von sich überzeugen. Wenn die Optik nicht stimmt, bringt ihn vielleicht sein Körpereinsatz ans Ziel. So ist das richtig. Wenn er so macht, ein bisschen ausflippt, das ist Hollywood. Verrückt sein. Charlie Sheen, so muss er machen. Verrückt sein. Mal ein Hotelzimmer kaputt schlagen, so ein bisschen was machen. Das muss er auch machen. Hollywood, Schlagzeilen machen. Das ist, was sie sagen. Schlagzeilen machen. Hier musst du richtig reinhauen. Hollywood. Auf dem Walk of Fame zeigt er seinem Sohn seine ganz eigene Interpretation von Hollywood und gibt strikte Anweisungen. Neuprinz Alexander nimmt die Befehle seines Adoptivvaters gelassen, denn er hofft auf den großen Durchbruch. Das ist der Stern von meiner Frau hier. Tu dir mal ein bisschen polieren hier, komm. Polieren. So schön, ja, so schön. So einen Stern kriegt man ja nicht von heute auf morgen. Da muss man ja wirklich hammerharte Leistung muss man bringen. Und das über Jahre. Ja. Und das wird sich dann zeigen nach ein paar Jahren, wie weit ich das gebracht habe und nicht. Der Rodeo Drive in Beverly Hills. Prinz Alexander möchte nicht nur Frederik, sondern auch seine Adoptivmutter Zsa Zsa Gábor beeindrucken. Mit einem Armband für 200.000 Euro stehen die Chancen nicht schlecht. Ist das für mich aber oder war das? Nee, das ist für deine Frau. Ist das. Oh. Ist das auch echt? Ja, hallo. Niedlich. Einen Adelstitel bekommt man nicht geschenkt. Doch für den Prinzen kein Problem. Sein Konto ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Ich pack mir Bargeld ein, ich guck da nicht groß. Ich pack mir ein und fertig. Und den Rest, wie gesagt, geht auf Kreditkarte, wenn ich genug Bargeld habe. Das knistert hier. Ja, dann lass es doch mehrfach knistern hier. Verdammt nochmal. Ja. Hau doch weg die Scheiße jetzt. Das lässt sich Prinz Frederik nicht zweimal sagen. Er freut sich über den neuen Geldsegen in der Familie. Auf die Familie. Auf die Familie. Einen kleinen Vorgeschmack auf den erhofften Starrummel holt sich der Prinz bei einer Charity-Veranstaltung mit vielen amerikanischen Serienstars. Vielleicht geht ja sein erstes Vorhaben heute schon in Erfüllung und er lernt eine erfolgreiche Schauspielerin kennen. Hier ist ein noch leichter gemacht als in Deutschland. Ja, wie gesagt, du kommst hier irgendwo hin, da ist lauter Pressefotografen, Fernsehstar und so weiter. Und dann kommen die von ganz alleine auf. Ja, also da kann man sich die Arbeit des Ansprechens sogar noch sparen.
Doch das Highlight seines LA-Besuches steht noch aus. Heute soll das Musikvideo zum Song Life is a Fight gedreht werden. Diese Produktion war dem Adoptivprinzen ganze 125.000 Euro wert. Da kann man nur hoffen, dass der Song auch gut ankommt. Schlagkräftige Argumente hat er hierfür jedenfalls genügend gecastet. Ich habe dieses Haus ja in einem Hollywood-Streifen gesehen und ich habe gesagt, wenn ich mein Musikvideo drehe, will ich genau in diesem Haus drehen. Es gibt nichts anderes, für mich ist nichts anderes akzeptabel, dieses Haus will ich haben für mein Videodreh. Ja, jetzt sitze ich hier. Ich bin der Prinz aus Germany auf dem Weg nach Hollywood. Da er kein Popstar ist, muss er das Video auf eigene Kosten produzieren. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Germany soll kultiviert werden. Das ist eine Ansage, ist das. Das ist eine Ansage für Hollywood. Ja? Jetzt werde ich ja Deutschland vertreten. Jetzt werden wir Gas geben hier. Wird der Prinz es schaffen, mit seinem Song Hollywood zu erobern und sich eine Schauspielerin zu angeln? Eines bringt er zumindest mit. Das nötige Kleingeld.